أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. Alles Lob gebührt Allah, den Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Liebe Geschwister im Islam, eine Reihe, die wir bald bi'idhnillahi s-sami' al-alim beenden, und zwar die Reihe über Amradul Ummah, über die Krankheiten der Umma. Und bei Allah, wir möchten diese Umma nur zum Guten führen, so wie Allah Azza wa Jal die besten Menschen in dieser Umma auserkürt hat, die Muslime, indem er in seinem edlen Koran, in seinem edlen Buch sagt, Kuntum khayra ummatin, ukhrijat linnas. Ihr seid die besten Menschen, die zu den anderen Nationen hervorgebracht wurde. Allahu Akbar, ein Zeugnis von Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hat mit seiner Gnade uns auserwählt, uns Muslime, dass wir eine Rahma, eine Barmherzigkeit und ein Weg zur Rechtleitung für die anderen sind, damit wir ihnen den guten Weg zeigen, damit wir ihnen den Weg zur Glückseligkeit aufzeigen, damit wir diesen Leuten beibringen, dass Allah Azza wa Jal ein einziger ist. Qul huwallahu ahad. Allah ist ein einziger, und dass du den Menschen beibringst, dass niemand anderes angebetet werden darf, außer Allah. Und wer hat die Himmel und die Erden erschaffen? Außer Allah. Wer hat die Menschen und die Dschinn und die Tiere und alles, was es auf diesem Erdreich gibt, erschaffen? Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer ist es, der die Menschen an einem gewaltigen Tag allesamt zurückführen wird zu sich? Und niemand wird an diesem Tag verschont bleiben. Niemand kann sich irgendwo in dieser Welt verstecken, weil Allah bestimmt hat, dass alle zu ihm zurückkehren. Allah, das ist dein und mein Herr. Und deswegen solltest du wissen, mit wem du es zu tun hast. Allah ist allmächtig. Ja, Achi, weißt du nicht, dass Allah allmächtig ist? Er kann tun, was er will. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Und wenn er eine Sache bestimmt, Allah, sei es, was es ist, dann sagt er nur, sei, und so ist es. Und du wirst niemals sehen, dass sich irgendetwas dem Befehl Allah entzieht. Niemand kann in dieser Welt etwas tun, außer mit der Erlaubnis Allahs Azza wa Jal. Das ist Allah, dein und mein Herr. Wem willst du anbeten außer ihm? Wem willst du bitten außer ihm, der die Schätze zwischen Himmel und Erden in der Hand hat? Subhanahu wa ta'ala. Möchtest du jemand anderen gefallen außer ihm? Möchtest du jemand anderen bitten außer ihm? Möchtest du jemanden gefallen außer ihm? Subhanahu wa ta'ala. Wer wird über dich richten? Allah. Wer gibt dir die Stärke in dieser Welt, damit du überhaupt dich nur im Geringsten bewegen kannst? Niemand anderes außer Allah. Und dann wundere ich mich, dass wir unser Gesicht nicht in Richtung Allah wenden, sondern in Richtung der Leute, die alle samt die Menschen und die Dschinn dem Urteil Allahs unterliegen, der Gesetzmäßigkeit Allahs unterliegen. Wenn Allah dich zum Kuffer führen will, Wallahi, du kannst beabsichtigen, was du willst, Allah führt dich zum Kuffer. Und wenn du, o Diener Allahs, wahrhaftig bist und den Iman liebst über alles, den Glauben, den wahrhaftigen Glauben, so kannst du in der tiefsten Finsternis gelebt haben und Allah führt dich zum Licht. Allahumma ja'alna min al-muhtadin. Allah, er führt dich zum Licht, o Diener Allahs. Und heute werden wir über eine weitere Krankheit bi'idhnillahi s-sami'il alim sprechen.
über die nicht vorhandene Wahrhaftigkeit gegenüber Allah. Wie viele von uns sind nicht wahrhaftig gegenüber Allah Azza wa Jalla? Manche, sie wissen, dass sie Muslime sind. Und sie wissen, dass sie beten müssen und fasten müssen und die Zakat entrichten müssen. Und sie wissen auch, dass sie zum Hajj pilgern müssen. Warum sonst nennen sie sich Muslime? Aber daraufhin siehst du diese Person, dass er seinen Vertrag mit Allah nicht einhält. Allah Azza wa Jal hat die beiden Völker beschrieben vor uns. Die Yahud und die Nasara. Indem Allah Azza wa Jal sagt, فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيًا. Dafür, dass sie immer wieder die Verträge mit Allah gebrochen haben, haben wir sie verflucht, aus unserer Barmherzigkeit entfernt. Und wir haben ihre Herzen hart gemacht. Ganz gleich, welche Ermahnung diese Leute hören, Allah hat sie taub gemacht, als ob sie nichts gehört haben. Allah hat ihre Herzen versiegelt. Warum? Weil sie immer wieder die Verträge mit Allah Azza wa Jal Subhana gebrochen haben. Eine Frage, o Diener Allahs. Was ist der Vertrag zwischen dir und Allah, wenn nicht La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Hast du nicht gehört, was Allah gesagt hat über diese Völker? Er hat sie verflucht und er hat ihre Herzen hart gemacht. Gewaltige Strafe. Eine Strafe würde ausreichen, dass Allah sie verflucht, bedeutet, sie werden niemals die Barmherzigkeit Allahs erlangen, wenn sie auch tun, was sie wollen. Und das andere, er hat noch ihre Herzen hart gemacht, versiegelt. Nichts Gutes wird mehr in diese Herzen eindringen. Ganz gleich, wer versucht, diese Person zur Rechtleitung zu bringen. Wallahi, Allah hat bereits sein Herz versiegelt und niemals wird diese Person den Weg der Rechtleitung beschreiten können. Versiegelt hat Allah Azza wa Jal ihre Herzen. Höre nochmal, warum? Weil sie die Verträge mit Allah Azza wa Jal, die Yahud und die Nasara, immer wieder gebrochen haben. Sei ganz ehrlich, wie oft hast du Allah Azza wa Jal versprochen, ja Allah, ich werde jetzt das Gebet regelmäßig machen. Und du betest einmal die Woche im Jum'ah. Oder vielleicht betest du zwei oder drei Gebete am Tag. Du erfüllst nicht dein Versprechen gegenüber Allah. Azza wa Jal. Vielleicht betest du aber auch die fünf Gebete, aber du bist so nachlässig darin, dass man hier nicht wirklich von einem festen Vertrag zwischen dir und Allah sprechen kann. Allah, er möchte, dass du zu denjenigen gehörst, die ihre Verträge einhalten. Denn diejenigen, die nicht ihre Verträge einhalten und versuchen, den Weg in der Religion krumm zu machen, so hat Allah Azza wa Jal die Heuchler damit beschrieben. Inna al-munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wahrlich, die Heuchler, sie wollen Allah betrügen, Allah aber betrügt sie. Wer ist da, der Allah Azza wa Jal betrügen kann? Allah, der die Taten aller Menschen erschaffen hat. Allah, er ist derjenige, der dich erschaffen hat, o Diener Allahs, und deine Taten allesamt, die du in dieser jetzigen und in der späteren und in der früheren Zeit verrichten wirst und verrichtet hast. Möchtest du ihnen etwas vormachen? Allah Azza wa Jal, er beschreibt verdorbene Leute, indem er sagt, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Unter den Menschen, und Allah beschreibt die Heuchler, gibt es manche, die sagen, wenn Allah uns Reichtum gibt, wenn Allah uns aus seiner Gnadenfülle gibt, dann werden wir gewiss spenden im Namen Allahs. Allahu Akbar. Lasst uns hören, ob diese Leute wahrhaftig sind. Und sie sagen, und wir werden unter den Rechtschaffenen sein. فَلَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Als Allah sie dann reich gemacht hat, höre, was sie gemacht haben. Sind das wahrhaftige Leute gewesen? Sind sie Leute gewesen, die ihre Versprechen eingehalten haben gegenüber Allah Azza wa Jal?
Was haben sie gemacht? Bachilu bih. So haben sie gegeizt mit dem Vermögen, worum sie Allah gebeten haben und er es ihnen gegeben hat. Und sie haben sich von Allah Azza wa Jal abgewandt, wa hum mu'ridun, während sie nichts anderes waren als Leute, die ihr Versprechen nicht gehalten haben und einen anderen Weg beschritten haben. Höre die Konsequenz für ihr Handeln. Wal'iyadu billah. Möge Allah Azza wa Jal uns vor diesen Heuchlern schützen. Allah Azza wa Jal sagt, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. So hat Allah sie bestraft mit Heuchelei in ihren Herzen. Allah macht dich zu einem Heuchler, wenn du deine Verträge mit ihm brichst. Allahumma la taj'alna min al-munafiqin. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma thabbit 'ala al-imani qulubana. Wenn ich dich frage, möchtest du ein Heuchler sein? Höre, was Allah Azza wa Jalla sagt. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawna. Allah hat ihnen Nifaq, Heuchelei in ihre Herzen hereingetan bis zu dem Tag, an dem sie ihn antreffen. Bima akhlafu Allah ma wa'adu. Dafür, dass sie Allah Azza wa Jal gegenüber im Versprechen untreu waren. Wa bima kanu yakdibun. Und dafür, dass sie nichts anderes als Lügner waren. Diese Leute sagen zu Allah, ja Allah, wenn du uns vom Reichtum gibst, wenn du uns von deinen Schätzen gibst, dann werden wir und werden wir und werden wir. Wie Leute in der heutigen Zeit, ja Allah, wenn du mich gesund machst, dann werde ich beten. Diese Bedingung ist, wal'iyadu billah, su'ul adab ma'allah, dass du ein schlechtes Benehmen gegenüber Allah hast. Wie kannst du Allah zu etwas verpflichten? Allah Azza wa Jal sagt dir, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Allah hat bestimmt, dass du ihm dienst. Daraufhin sagst du, ja Allah, wir korrigieren nochmal die Eier. Wenn du mich gesund machst, dann werde ich dir dienen. Ja Allah, wenn du mir ein Kind gibst, was ich seit Jahren begehre, dann werde ich anfangen zu beten. Ja Allah, wenn du mir dieses und jenes ermöglichst, dann werde ich spenden in deinem Namen. Du musst das machen, ob Allah dir etwas gibt oder nicht. Wenn Allah dich auch zu den benachteiligsten Menschen in dieser Welt macht, so musst du Allah Azza wa Jal anbeten, ob er dir was gegeben hat oder nicht. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Allahu Akbar. Das ist die Religion Allahs Azza wa Jal. Wenn du wissen möchtest, was ein Heuchler ist, das ist ein Heuchler. Er hat einen Vertrag mit Allah. Er sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wer hat ihn dazu gezwungen? Niemand. Daraufhin sagt er, ich mache in dieser Religion, was ich will. Wallahi al-Azim, das ist nichts als ein Untreuer, der sein Versprechen gegenüber Allah Azza wa Jal nicht wahrgemacht hat. Und so wird Allah Azza wa Jal ihm Heuchelei in seinem Herzen hereintun, bis zu dem Tag, an dem er ihn trifft. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Weißt du, was das bedeutet, o Diener Allahs? Das bedeutet, dass du in deinem Herzen eine Krankheit hast. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Sie haben die Heuchler Krankheit in ihrem Herzen. Daraufhin hat Allah Azza wa Jal diese Krankheit gemerkt. Möchtest du nicht ein sauberes Herz haben? Wenn du Allah etwas versprichst, dann sei wahrhaftig. Sei wahrhaftig im Reden. Sei wahrhaftig im Herzen. Sei wahrhaftig mit deinen Taten. Diese Wahrhaftigkeit ist eines der gewaltigsten Mittel, wie du dich in dieser gefährlichen Situation, in der wir uns befinden, auf der Welt allesamt, wo alle Praktizierenden als Terroristen beschimpft werden, wo die Praktizierenden als Extremisten beschimpft werden und wo man den Leuten aufzeigen möchte, diese praktizierenden Muslime sind nichts anderes als gewalttätige Menschen, die es lieben, die Köpfe der anderen abzuhacken. Wir haben es schwer auf dieser Welt.
Nicht nur in diesem Land, überall. Aber wisse, du wirst niemals befestigt bleiben, ohne dass du diese Eigenschaft in deinem Herzen trägst, dass du wahrhaftig bist. Ja, ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wa kunu ma'a sadiqin. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit dem Wahrhaftigen. Wenn du ein reines Herz behalten möchtest und wenn du zu Allah Azza wa Jal zurückkehren möchtest, indem Allah Azza wa Jal mit dir zufrieden ist, wallahi al-azim, es bleibt dir nichts anderes übrig, als ihm gegenüber wahrhaftig zu sein. In allem, höre diese Geschichte von einem Sahabi, radiyallahu anhu wa arda. So wird berichtet in einer authentischen Überlieferung, ja'a rajulun min al-a'rab ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'amana bihi wattaba'a. Es kam ein Mann unter den Wüstenarabern von weit her zum Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat an ihn geglaubt, er hat den Islam angenommen und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Faqala uhajiru ma'ak ya Rasulallah. So sagte dieser Mann, ich möchte mit dir die Auswanderung vollziehen, o Gesandter Allahs. Wieso waren die Sahaba anders als wir? Kaum haben sie den Islam angenommen, waren sie bereit, alles für diese Religion zu opfern. Schaut uns an. Schaut uns an, o Diener Allahs. Wie viel Durus haben wir gehört? Wie oft haben wir gehört, fürchtet Allah? Wie oft hören wir, seid wahrhaftig? Was praktizieren wir von dieser Zeit? Nein, du siehst sogar, dass der Nifar, dass die Heuchelei größer geworden ist in unseren Herzen. Warum waren die Sahaba anders? Weil als sie La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gesagt haben, hat Allah Azza wa Jal ihre Herzen gesehen und er hat die Wahrhaftigkeit in ihren Herzen gesehen und er wusste, Allah Azza wa Jal, dass diese Leute es ernst meinen mit dieser Religion, dass das nicht Leute sind, die mit der Religion Allahs Azza wa Jal spielen, wie wir das in dieser heutigen Zeit sehen. Sie waren wahrhaftig. Er sagt, uhajiru ma'ak ya Rasulallah, ich möchte mit dir die Auswanderung vollziehen. Höre, فَكَانَتْ غَزْوَةً. Dann gab es eine Schlacht, in der die Muslime gegen die Feinde Allahs gekämpft haben. Allahumma dammir a'da ad-din. Allahumma ahsihim adada. Waqtulhum badada. Wa la tughadir minhum ahada. Allahumma alayka bidh-dhalimin ya rabbal alamin ya qawiyun ya aziz. Er hat, dieser Mann, an dieser Schlacht teilgenommen. Er ist gerade Muslim geworden. So heißt es in dieser Überlieferung, فَغَنِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Als die Muslime die Schlacht gewonnen haben, hat Allah Azza wa Jal ihnen die großartige Gnade gegeben, dass sie die Kriegsbeute bekommen haben. فَقَسَمَ لَهُ. So hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diesem edlen Sahabi, der frisch den Islam angenommen hat, ihm sein Anteil gegeben. So sagte dieser Sahabi, رضي الله عنه وأرضى. Er sagte, ما على هذا اتبعتك يا رسول الله. Ich habe den Islam nicht deswegen angenommen, weil du mir dann Kriegsbeute gibst. Ich will die Dunya nicht. Gib mir nichts von der Dunya. ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا. Sondern ich habe viel mehr den Islam angenommen, damit mich ein Speer hier in dieser Schlacht trifft, im Hals und hier wieder herausgeht. Ich will nichts von der Dunya. Ich habe nicht den Islam angenommen, damit ich etwas bekomme. Sondern vielmehr habe ich den Islam angenommen, um etwas zu geben. So dass ich sterbe und das Paradies betrete. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, in tasdukullah yasdukuk. Wenn du wahrhaftig bist gegenüber Allah azza wa jal, so wird Allah azza wa jal dich wahrlich wahrhaftig machen. Dann ging die Schlacht zu Ende, liebe Geschwister. Und dieser Mann wurde gefunden, dieser Sahabi. Fa'utiya bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. So wurde er herangebracht zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. So fragte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, ahuwa huwa, ist das der Mann, der uns dieses verspricht? Der uns
uns dieses Versprechen gegeben hat. Ich möchte hier im Hals getroffen werden von dem Speer und dass es auf der anderen Seite wieder herauskommt. So sah der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, dass ein Speer im Hals von diesem Sahabi gesteckt hat. Er sagte, Sadaqallah fa sadaqa. Er war wahrhaftig gegenüber Allah. So hat Allah ihn wahrhaftig gemacht. Bist du wahrhaftig gegenüber Allah? Wie oft hast du Allah betrogen? Indem du gesagt hast, ja Allah, ich bin einer deiner rechtschaffenen Diener. Und daraufhin findet man bei dir die übelsten aller Taten vor. Du gehst in das Schwimmbad. Du rauchst Joints. Du triffst dich mit Mädchen, die fremd sind für dich und unerlaubt sind für dich. Du hast üble Freunde, die sich teilweise über die Religion lustig machen. Und du kümmerst dich gar nicht um deine Pflichten, sondern wenn dir danach ist, dann betest du. Und wenn dir nicht danach ist, dann tust du so, als ob es keinen Vertrag zwischen dir und Allah gibt. Hast du keine Angst vor der Heuchelei? Hast du keine Angst, dass Allah Azza wa Jal diesen Nifaq, diese Heuchelei in deinem Herzen hereintut, bis zu dem Tag, an dem du ihn antriffst, o Diener Allahs? Allah wird dein Herz hart machen, wenn du deine Versprechen nicht einhältst. Du musst wahrhaftig sein gegenüber Allah. Hörst du nicht die Geschichten, wie viele Leute den Islam jetzt verlassen? Unwissende. Denn niemand verlässt diese großartige Religion, außer einer, der Krankheit in seinem Herzen hat. Und wodurch ist diese Krankheit gekommen? Außer, dass sie den Vertrag mit Allah gebrochen haben. Einige von ihnen haben den Islam verlassen. Andere praktizieren nichts mehr von ihrer Religion. Allahs Fluch ist über diese Leute herabgekommen. Wo ist deine Wahrhaftigkeit? Hast du keine Angst, dass Allah dein Herz irre gehen lässt? فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ Als sie dann abgewichen sind vom geraden Weg, hat Allah ihre Herzen abweichen lassen. Wisse, o Diener Allahs, Allah wird niemals dein Herz in die Irre gehen lassen, wenn du wahrhaftig bist. Wenn du aber nicht zu den Wahrhaftigen gehörst, sondern du spielst mit der Religion, wie Allah Azza wa Jal diese Leute beschrieben hat, الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا Diejenigen, die die Religion zum Gegenstand der Zerstreuung genommen haben und des Spiels, Allah Azza wa Jal hat diesen Leuten eine schmerzhafte Strafe bereitet. Wo ist dein Versprechen, frage ich dich noch einmal. Wo ist deine Wahrhaftigkeit? Ja, Achim, die Leute, einige von ihnen verlassen den Islam. Einige von ihnen sagen dir, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir uns verstecken müssen. Subhan al-Malik, er versteckt sich vor den Menschen und er versteckt sich nicht vor Allah. Hast du keine Angst vor Allah? Was werden dir die Menschen antun können? Sie können dich maximal einmal töten, aber Allah Azza wa Jal kann dich im Höllenfeuer bestrafen, ohne dass du stirbst. La yamutu fiha wa la yahya. Sie werden im Höllenfeuer nicht leben und auch nicht sterben. Vergleiche, was ist? Vergleiche. Hast du Angst vor wem? Eine Frage. Wer hat dir hier in Deutschland eine Waffe an den Kopf gesetzt und gesagt, sei kein Muslim? Du sagst mir, der Verfassungsschmutz kommt. Lass diese Leute, wer sind sie? Wer sind sie? Vor wem hast du Angst? Diese Leute waren damals Abu Jahl und Abu Lahab. Sie kamen damals zu den Leuten, wann auch immer sie mitbekommen haben, dass jemand den Islam angenommen hat. So sind sie zu ihm hingegangen und haben ihn bedroht. Wie in der heutigen Zeit. Dieser Verfassungsschmutz heißt Abu Jahl und Abu Lahab. Das ist ihr Krieg gegen den Islam, den sie seit geraumer Zeit führen. Sie wollen nicht, dass der Islam die stärkste Religion ist. Was sie auch immer wollen. Allah hat schon etwas anderes bestimmt.
Allah Azza wa Jal sagt, o Diener Allahs, höre diese Wörter. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Sie, die Kuffar, sie wollen das Licht Allahs, die Religion auslöschen mit ihren Mündern. Aber Allah, er wird sein Licht vollenden, seine Religion, subhanahu wa ta'ala, vollenden. Und er hat die gesamten Kräfte in der Hand, auch wenn es den Kuffar zuwider ist. Lieben Sie es, auch wenn es den Kuffar zuwider ist. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Er ist es, der seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Wahrheit und der Religion, der Rechtleitung herabgesandt hat, damit er über alle Religionen siege. Allah hat schon bestimmt, dass der Islam den Sieg bekommt. Möchtest du auf der Seite der Verlierer sein? Und du verlierst bei Allah die Dunya und die Akhira, das Diesseits und das Jenseits. Oder möchtest du dich auf die Seite der Gewinner begeben, auch wenn du in dieser Welt etwas geprüft wirst, so wirst du Yawmul Qiyamah, Wallahi al-Azim, zu den Gewinnern gehören. Höre, was Allah Azza wa Jal sagt. Qala Allah! Hada Yawmu Yanfa'u Sadiqina Sidquhum. Das ist der Tag, der Tag des Gerichts, an dem die Wahrhaftigen an diesem Tag die Sieger sein werden, weil sie wahrhaftig waren gegenüber Allah Azza wa Jal. لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Darin werden sie Paradiesgärten haben. Allahu Akbar. Es reicht. Darin werden sie Paradiesgärten haben. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Sie werden für ewig in diesem Paradies verbleiben. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ. Allah wird mit diesen Paradiesbewohnern, mit diesen Gläubigen zufrieden sein. Und sie werden mit ihm zufrieden sein. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Das ist der wahrhaftige Erfolg. Alles andere wird dir keinen Erfolg bringen. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أخي, wir haben über den Vertrag zwischen uns und Allah gesprochen. Es ist La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu den Qurayshiten, zu den Mekkanern, zu den Götzendienern gegangen ist. Und er sagte ihnen eine einfache Formel: Qulu La ilaha illallah, tuflihu, sagt La ilaha illallah und ihr werdet erfolgreich sein. Khalas. Sagt La ilaha illallah, handelt danach und ihr werdet erfolgreich sein. Vertrag. Allah bricht seine Verträge nicht. Und die Leute, die heute La ilaha illallah gesagt haben, haben gar nicht verstanden, was La ilaha illallah bedeutet. Für sie bedeutet La ilaha illallah, ich lebe, wie ich will und ich tue, was ich will und Allah wird mir vergeben. Was für ein übles Denken, was ihm niemand anderes beigebracht hat, außer Shaitan. Allah, er ist barmherzig zu wem? Zu den Wahrhaftigen und nicht zu den Lügnern. Und wenn du sagst, ich tue in der Welt, was ich will, und dann kehre ich zu Allah zurück und, huwa ghafurur rahim, ich bringe dir Hadithe von Alif bis Ya, von A bis Z, diese Hadithe sagen mir doch, ich werde in jedem Fall erfolgreich sein. Allah wird mir vergeben. Richtig, wenn du wahrhaftig warst. Aber ist Wahrhaftigkeit, dass du sagst, ich spiele mit der Religion und dann wird Allah mit mir barmherzig sein? So hast du schon bereits diesen Nifaq wal-Iyadu billah in deinem Herzen, o Diener Allahs. Lasst uns zum Schluss über eine sehr wichtige Sache reden. Wallahi, und ich sage das von der Mimbar des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der nicht sündigt. Selbst die großen Gelehrten, selbst die Sahaba radiallahu anhum haben gesündigt. Und viele von uns, sie sind teilweise sehr deprimiert und hoffnungslos und sagen,
Ich wollte so oft versuchen, diese oder jene Sünde zu verlassen, aber ich habe es nicht geschafft. Bin ich jetzt nicht wahrhaftig gegenüber Allah? Das hängt von deiner Absicht ab. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, kullu bani Adam khata. Jeder Sohn Adams, jeder Mensch begeht Fehler, Sünden. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّبُونَ. Und die Besten unter denjenigen, die Sünden begehen, höre, sind diejenigen, die zu Allah zurückkehren. Allah hat nicht gesagt, und diejenigen, die Sünden machen werden, die werden wir vernichten, sondern Allah hat dir einen Ausweg gegeben, und diejenigen, die immer wieder zu Allah zurückkehren, das sind die Wahrheit. Vielleicht sündigt einer in dieser Runde 10 Mal am Tag. Vielleicht 20 Mal, vielleicht sogar 100 Mal. Allahumma tub alayna. Aber er ist wahrhaftig gegenüber Allah. Jedes Mal, wenn er sündigt, kehrt er zur Reue zurück. Und Subhan al-Malik, das ist Verständnis von der Religion. Das ist Verständnis der Religion, o Diener Allahs. Dass Allah Azza wa Jal uns beigebracht hat, dass ganz gleich, wie oft wir sündigen, wir sollen niemals hoffnungslos werden und die Vergebung Allahs ist größer als unsere Sünden allesamt. Kehre zu Allah jeden Tag zurück. Auch wenn du jeden Tag sündigst, aber versteh eine Sache. Du sagst mir ja, Abul Bara, warum soll ich immer wieder bereuen, wenn ich immer wieder zur Sünde zurückkehre? Du sagst uns doch selber den klaren Hadith, jeder Sohn Adams begeht Sünden und die Besten unter denjenigen, die Sünden begehen, sind diejenigen, die zu Allah Azza wa Jal reuig zurückkehren. Ich sage dir, auch wenn du weißt, dass du zur Sünde zurückkehrst, bereue trotzdem aufrichtig bei Allah. Du sagst mir, wie soll ich aufrichtig bereuen, wenn ich sowieso weiß, ich werde zur Sünde zurückkehren. Höre, was Yahya ibn Mu'adh, rahmatullah alayh, gesagt hat. Er sagte, la a'ud, la'alli an amud, qabla an a'ud. Ich werde zur Sünde nicht mehr zurückkehren. Bedeutet, wenn ich beabsichtige, die Sünde zu lassen, dann habe ich es beabsichtigt, dass ich nie wieder zu dieser Sünde zurückkehre. Denn vielleicht nimmt Allah meine Seele dann, wenn ich genau diese Absicht im Herzen hatte, so wird Allah mich abrechnen als einer, der nie wieder zur Sünde zurückgekehrt wäre, obwohl ich zur Sünde zurückgekehrt wäre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wenn du gewaltige Sünden gemacht hast, dann wirf dich nieder vor Allah Azza wa Jal und bitte Allah Azza wa Jal um Vergebung. Und sage, ja Allah, ich gebe zu, dass ich ein Sünder bin. Aber ja Allah, du hast mir versprochen, dass du meine Sünden vergibst. Ja Allah, ich werde ab diesem Zeitpunkt nie wieder sündigen. Bist du bereit, das heute zu sagen gegenüber Allah? Anders wird Allah Azza wa Jal deine Sünden dir nicht vergeben. Wenn du nicht bereit bist zu sagen, ja Allah, ich lasse heute alle meine Sünden. Und das macht nicht jeder, weil manche Sünden haben, die sie jeden Tag mit sich schleppen und sie sagen, naja, ich habe mich damit abgefunden. Haram! Allah, er bietet dir an, dass er dir vergibt, dann lass die Sünde. Und wenn du die Sünde lässt, dann wird Allah Azza wa Jal dir auch vergeben. Wenn du nicht bereit bist, dein Herz zu lösen von dieser Sünde, wird Allah dir niemals vergeben. Allahumma ja'alna min as-sadiqin. Und wenn du Allah bittest, ja Allah, lass mich diese Sünde nie wieder machen. Und du hast dabei Yaqin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Bittet Allah, während ihr gewiss seid. Wisse, dass Allah Azza wa Jal dir hilft. Er ist in der Lage, die Sünde sofort von dir zu nehmen. Hast du nicht Leute gesehen, die 3 Schachteln am Tag geraucht haben und jetzt nicht mehr rauchen? Hast du nicht Leute gesehen, die Sinner abhängig waren, 20, 30, 50 Jahre und die Sinner jetzt nicht mehr machen? Hast du nicht Leute gesehen, die wal'iyadu billah eine lange Zeit Drogen genommen haben und diese Drogen nicht mehr nehmen? Allah hat ihre Sünden eingetauscht mit guten Eigenschaften im Herzen. Allahu Akbar. Sage ja Allah, ich bin bereit, ab heute die Sünden zu lassen, mit vollem Yaqin, und du beabsichtigst das. Vielleicht, wenn Allah dir die Gnade gibt, nimmt er kurz danach deine Seele. Subhan al-Malik.
Und du wirst bei Allah so abgerechnet, als hättest du nie wieder danach gesündigt, obwohl du zur Sünde wieder zurückgekehrt wärst. Möge Allah Azza wa Jal uns Aufrichtigkeit ihm gegenüber geben. Möge Allah Azza wa Jal uns niemals die Verträge mit ihm brechen lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns unter den Wahrhaftigen schreiben. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns Gottesfurcht in unsere Herzen legen. Möge Allah Azza wa Jal uns am Tage der Auferstehung alle mit unserem Liebling Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vereinen. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.